Grüße gehen raus an euch da draußen und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr reingeschaut habt zu einer weiteren Folge LSPDFA mit mir, dem guten Ralf. Wir sind wieder unterwegs als Mr. Phillips, aka Trevor. Und wir fahren heute mal einen Unmarked BMW. Wurde sich oft gewünscht, ist vom British Gamer konvertiert worden. Hat volle ELS-Unterstützung, werden wir auch gleich sehen. Da hinten ist meine Ex-Frau so ein bisschen irgendwo dagegen gefahren, deswegen ist da eine Delle drin. Ex-Frau deswegen, weil da eine Delle drin ist. Wir fahren mit diesem wunderbaren BMW. Und der ist wirklich nice. Mit dem werden wir heute ein paar Verfolgungsjagden machen, werden undercover durch die Gegend fahren. Und er hat auch ein paar geile ELS-Features, die ich euch später zeigen möchte, wenn es geht. Das Ganze ist aufgebaut auf die englische US, also die US-Tastatur. Und mal gucken, ob ich den Button auch finde. Hab ein bisschen Frosch im Hals, das heißt, vielleicht werde ich mich heute das ein oder andere Mal ein bisschen räuspern in der Folge. Damit müsst ihr leider klarkommen, kann ich auch nicht ändern. Wir fahren durch Los Santos, wir ziehen uns erstmal dieses wunderbare Intro rein. Und dann werden wir weiterfahren mit dem BMW. Wenn ich den mal schrotte, gibt's... Ey, hallo? Jesus Christ, gibt's auch mal eine andere Farbe, weil dieses Kackbraun ist vielleicht auch nicht das Geilste. Aber gut, Intro Leute und dann geht's ab. LSPDFA, danke fürs Reingucken. Lincoln 18. We have vehicles racing on, Dorset Drive. Alles klar, auf dem Dorset Drive haben wir Vehicles Racing, Leute. Das heißt, wir haben gleich am Anfang mal eine Verfolgungsjagd von mehreren Fahrzeugen, die sich in Rennen liefern. Und da vorne sehe ich da irgendwas was Verdächtiges. Bis jetzt noch nicht. Wir fahren da mal rüber. Nein, hier sieht alles ruhig aus. Da vorne biegt einer ab. Ich biege mal hier auch links ab. Wir drehen mal um. Ist es diese Minikarre hier? Nein. Oh Gott, Leute. Wir suchen Fahrzeuge, die sich ein Rennen liefern. Wahrscheinlich, fährt da vorne irgendwas schneller? Da vorne, habt ihr die beiden gesehen? Jetzt muss ich mal gegen den Verkehr fahren. Entschuldigung! Vorsicht bitte, ich bin Polizist. Okay, 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 das Motorrad. Oh, shit. Ah, da haben wir, oh Gott, sind das viele. Okay, alles klar, Leute. Alles klar, schon mal. Ey, stopp, 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 halt, halt, halt. Kumpel, Kumpel, stopp, stehen bleiben. Genau, rennt gegen die Wand. Okay, wir brauchen Unterstützung, warte mal. Wir machen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und... Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Helikopter. Bei der Verfolgungszeit, Leute, brauchen wir definitiv mehr Leute. Oh ja, da oh, die Kollegen, sehr gut gemacht. Guter Job, Mann. Überragend. Rast erstmal über den Bordstein gegen die Wand. Ohne Scheiß, Jungs, ihr habt's richtig drauf. Ihr seid die Besten. Genau so macht man es. Immer weiter so, genau, gib einfach Gas. Ist auch völlig egal, ob dann der Wand ist oder nicht. Okay. Und hier die anderen Kollegen fahren erstmal gegen die Bordstein. Was ist denn los mit denen allen, sagt man? Sind die alle Holy, was ist. Oh Gott, das Licht blinkt wieder. Leute, wir haben wieder das Licht. Ich glaube, langsam glaube ich, das sind die Helikopter oder irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht mit dem Licht manchmal. Alles klar, weiter geht's. Warum stehen die ganzen Kollegen auf der Straße? Wen verfolgen wir überhaupt? Mann, da sind so viele Punkte. Jetzt zieht euch das mal rein. Also, da vorne, den haben sie. Ich würde sagen, ich kümmere mich um den hier links. Und weil die anderen haben sie anscheinend noch nicht. Ich glaube, das ist ein Motorrad, wenn ich mich nicht täusche hier vorne. Ja, ich habe das Motorrad vor mir. Anhalten, Bürschchen. Anhalten! Sei lieb zum Onkel! Ich habe einen BMW, verdammt! Vorsicht! Muss ich ein bisschen rabiater ran an das Motorrad. Du hast doch keine Schutzleitung an, Mann. Das ist voll gefährlich. Oh shit, oh shit. Habe ich gerade das andere Autogramm, ne? Anhalten! Ich hab's dir gesagt. Taser. Runter auf den Boden mit dir. Runter auf den Boden. Easy, easy. Bleib cool, bleib cool. Runter auf den Boden. Ja, ein Autorennen mitten in der Stadt ist kein Spaß, mein Freund. Du bist festgenommen, aber noch mit Flipflops. Bist du gerade auf die Fresse gefallen, als du dich hingelegt hast? Mann, so dumm muss man erstmal sein, ey. Runter jetzt mit dir! Jesus, Mann, ey. Ich bin jetzt gesetzt, also mach, was ich sag. So, schaut doch keiner zu, sehr gut. Runter jetzt auf den Boden. Mr. Hawaii-Hemd. Kommt dir ganz cool vor, ne? Auch noch ohne Motorkleidung und alles, Mann. Sind die verrückt heutzutage, die Leute? So, sie sind vorläufig festgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass sie an einem Autorennen teilgenommen haben mit dem Motorrad. Was allgemein schon total bescheuert ist. Sag mal, auf die Knie, mein Freund. Okay, wir haben zwei haben wir festgenommen, zwei sind geflüchtet, was scheiße ist, aber ich meine, das war ein Autorennen. Und meine Kollegen, habt ihr selber gesehen, sind ein bisschen komisch durch die Gegend gefahren. Das ist eigentlich ein cooles Moped, das der hier fährt, ne? Aber meine Sirene kann ich mal wieder ausmachen. Diese Blutspuren da vorne, keine Ahnung, wie die da hinkommen. Das war bestimmt wieder irgendein Tier, das über die Straße gerannt ist. So, wann sind die Kollegen da, die ihn mitnehmen? Oh, eine geile Karre hier, oder? Schönen guten Tag, der. Schönes Fahrzeug fahren Sie da. Wirklich nicht schlecht, ey. Gefällt mir gut.
Fahren Sie vorsichtig, ne? So. Der Tow Truck ist... Ah, dieser LKW da vorne, so wie es aussieht. Manchmal kommt auch ein LKW für Motorräder und die Kollegen, die ihn jetzt abholen sollen, weiß ich nicht. Komm, nehmen wir das Motorrad weg, bitte. Achso, warte mal. Ah, da ist der Kopf. Guck mal, wo kommt der denn her? Motorrad ist weg, wunderbar. Und der Kollege nimmt jetzt auch noch den mit. Schön, okay. Ich fahre mal weiter undercover, damit mich keiner kennt. Sehr gut. Naja, das ist gut gelaufen. Naja gut, das heißt gut gelaufen. 50-50. Die Hälfte haben wir erwischt, die andere Hälfte ist leider abgehauen. Attention all units. We have a driver out of control. Vehicle blast scene in the Spoochie Canals. Units respond code 2. Okay, Leute, wir haben eine Info, dass hier beim Vespucci-Kanal ein Fahrzeug ist, das anscheinend seine Ladung entweder verloren hat oder kurz davor seine Ladung zu verlieren. Wir müssen das Fahrzeug entweder aus dem Verkehr ziehen oder... Was? Ist das ein rotes Motorrad? Was? Wie soll denn ein Motorrad seine Ladung verlieren, ey? Hallo, Kollege. Und ganz geil waren ja gerade eben auch die Cops, oder? Die da an der Parkhaus gegen die Wand gefahren sind. Das war ja funny, ey. Mach mal die Sirene wieder an, weil so wie ich fahre, sollte ich vielleicht doch Code 3 fahren. Mit Lichtern und Sirene. Oh, diese BMW. Okay. Wieder aus, die Sirene. So, wir suchen jetzt ein rotes Motor, das irgendwie... Way! Oh shit, seine Ladung verloren hat. Oder irgendwie... Wir suchen auf jeden Fall ein Motorrad mal wieder. Vor der Motorradfolge. This is the area where the vehicle was last seen, but it may have moved further away. Ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall weitergefahren. So. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ah, da vorne. Da ist ein Motorrad. Ich sehe zumindest ein Motorrad da vorne. Ist das? Ist das ein rotes Motorrad? Ne, ist ein rotes Motorrad. Ich muss mal ganz kurz den Callout, die Info mir reinziehen. Und zwar steht hier dir, nee, Benachrichtigung. Dispatch a red motorbike. Spotted Palmino 11. Okay, das war auf jeden Fall, das hinter mir war doch orange. Nicht, dass ich an dir vorbeigefahren bin gerade. Aber normalerweise triggert der doch dann, oder? Wir haben ein blaues Motorrad oder was das war. Ich sehe kein rotes Motorrad. Ah, hier. Ah, shit. Oh, Cops. Ah! Naja. Ist nicht mein Einsatz. Ist nicht mein Einsatz. Okay. Dann ist er da vorne abgebogen. Oh, no, no, no. Alter Schwede. Ah, lass mich durch. Lass mich durch. Okay, ich muss nochmal rüber. Ein bisschen abkürzen. Rotes Motorrad, Leute. Rotes Motorrad. Da vorne ist wieder... Ah, da sind zwei Motorräder. Okay, hier. Halt, stopp. Da ist... Ah, guck mal, der hat einen Fernseher oben hin drauf. Willst du mich verarschen? Ey, Buddy, Alter. So kannst du nicht fahren, Alter. Geht's dir nicht gut? Ich nehme gleich mit dir hier den Schlüssel weg. So, hier. Her mit dem Schlüssel. So, kannst du nicht weiterfahren. Sag mal, bist du behindert? Kannst du nicht einfach mit dem Motorrad und Fernseher hinten drauf zu die Gegend fahren? Komm mal runter hier von deinem Moped. Also. Raus da. Raus da aus dem Motorrad. Schön stehen bleiben. So, du kriegst erstmal von mir ein Ticket. Buddy, hallo? Kannst du... Oh, jetzt hast du den Helm noch abgenommen. Okay, ist ja gut. Ich mach mal kurz die Sirene aus. Die ist ja vorletzt. Sirene, geh aus. Wunderbar. So, also pass mal auf. Du hast hier hinten mit einem Gurt auf deinem Motorrad einen Fernseher geschnallt. Ist doch nicht dein fucking Ernst, oder? So kannst du noch nicht hier durch die Gegend fahren. Wir wurden also gemeldet, weil das eben total unvorsichtig ist, was sie da machen. Und normalerweise müsste ich jetzt auch irgendwie eine Strafe geben, aber irgendwie will das nicht. Ich fahre den Motorrad mal kurz auf die Seite. Ist ja nicht Auszeit, ne, mit dem Fernseher hinten drauf. Ich glaube, ich spinne. So, und du da vorne, kannst du jetzt nicht irgendwie mal bewegen oder bist du jetzt hier irgendwie... Ah, okay, pass mal auf. Callout. Wart euer Transport ist öfter nun. Okay. Fahrt ihr mal, warum hier? I'm taking this TV to my friend's place. Alles klar. Und warum hast du das bitte so beschissen draufgepackt? Okay, und ich habe ihn gefragt, warum ist denn da hinten draufgeschnallt? Und er hat gesagt, wie? Ich habe das da nicht draufgeschnallt, ich habe es nur draufgepackt. Und, so. Attention all units, a Bravado Yuga van is en route. So, ich denke mal, dass wir jetzt einen Abschleppwagen gerufen haben, um seine Sachen hier zu transportieren, weil so geht es natürlich nicht weiter. Das wird auf seine Kosten abgesteppt, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt, was da für ein Fahrzeug kommt, aber auf jeden Fall... Wird jemand kommen oder was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehen wir aber gleich. Warum ich den Typen hier auf der Straße kriege? Käufer Pickup habe ich gemacht. Have a contractor come and pick up the port. The poorly secured items. Jo, da kommt jetzt wirklich jemand und holt die Sachen ab. Und mit dem Driver kann ich eigentlich soweit nicht mehr weiter quatschen. Ne? Why didn't you arrange him most of the transport? Who? I don't understand what you mean. Okay, der Typ ist auf jeden Fall nicht der hellste. So.
Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, um das abzuholen. Ich werde mal mein Fahrzeug auf die Seite fahren. Komm, geh mal ein Stück hier. Fahr mal doch mal ein bisschen schneller hier, bitte, Kumpel. Nur ein kleines... Ja, ist ja egal. Ist ja scheißegal. Na, ich bin ja nur die Polizei. So. Jetzt müssen wir nur den Typen von der Straße runterkriegen. Ich glaube, ich muss den einfach mal tasern. Entschuldigung, aber es ist zwar ihre eigene Sicherheit. Oh, shit. Oh, super. Good job, Mann. Danke. Danke. Ich wollte sie eigentlich nur kurz festnehmen. Nein, 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 ich mich. Nein, nein, hau mich nicht. Alter, jetzt brennst du oder was? Lass mich in Ruhe. Oh shit, Schießerei, Leute, Schießerei. Shots fired. Die Kollegen natürlich. Instant erschossen. Jetzt wird er auch noch überfahren. Sehr gut. Der Typ hat einfach nur. Guck mal, jetzt wird er abgeholt, hier der TV. Ich bin so gespannt, was er mit dem Ding macht. Okay. Was war das? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall. Was macht der jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, chill mal. Nimm mal den Fernseher mit. Wir haben jetzt leider eine Leiche hier liegen. Das ist ein bisschen ungünstig. Okay. Ah, guck mal. Der hat den Fernseher wirklich mitgenommen. Ich glaube, ich stehe auf der Leiche. Das ist vielleicht auch nicht der coolste Move. Ich würde sagen, wir rufen mal ganz kurz einen Krankenwagen. Irgendwie habe ich den nicht an hier. Ding da. Kollege. Warum hast du den erschossen, Mann? Du Freak. So, und jetzt wird der Fernseher abtransportiert. Sehr gut. Magst du auch losfahren? Sieht man den Fernseher in der Ladefläche? Nee. Aber ist eine coole Funktion. Ja, leider haben wir jetzt eine Leiche hier. Eigentlich ging es nur darum, dass der Typ einen Fernseher transportiert hat, was jetzt alles halb so wild war. Vorsichtig, die junge Dame, bitte kurz warten. Jetzt kommt ein Krankenwagen, der wird jetzt schon wiederbeleben oder so. So, das Motorrad lassen wir auch mal schnell überprüfen, wenn wir schon mal da sind. Playcheck. Ist jetzt schon wieder jemand über die Leiche gefahren? Ich hasse das immer. Ich sollte vielleicht mal wieder meine lustigen Schilder aufbauen. Ja, kannst du nicht mehr retten? Was will der jetzt hier? Wer bist du denn? Komm schon, schaffst du da, kannst du da irgendwas mit dem noch machen? Der wurde leider aussehen erschossen. Von meinem Kollegen. Mr. Rambo himself. Und? Ah, scheiße. Alles klar, der ist leider RIP, Leute. Das tut mir leid, wir haben eine Leiche. Wegen dem Fernsehtransporter. Jetzt muss er auch was mehr schaffen. Aber gut. So sind wir halt in Los Santos. Da sind sie nicht so zimperlich. Oh Gott. Haben die gerade schon wieder mit überfahren? Ich weiß es nicht. Wir fahren auf jeden Fall mal weiter. Sagen End Call. Attention all units. We are code 4. So. Leider wurde die Person erschossen. Es tut mir echt leid. Ich werde einen Brief an seine Familie schreiben. Dass er wegen dem Fernseher erschossen wurde. Der nicht ordentlich gesichert war. Ja, gehen Sie ruhig über die Ampel, der. Alles gut. Ich bin nur undercover Cop. Okay, Homicide-Leiter. Auf dem Freeway. Und das ist auch noch ein Psychopath. Also ein Verrückter mit der Knarre auch im Olympic Freeway. Man hört auch schon die Schüsse rechts. Vielleicht wurde der auch gerade schon überfahren. So, Gas geben, Leute. Leute mit der Waffe sind auf jeden Fall kein Spaß. Anbremse, drift, 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 drift und drauf. Sehr gut. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Wir fahren mal hinter diesem LKW her. Ich möchte nämlich nicht der Erste sein, der erschossen wird. Was machen die überhaupt auf dem Freeway? Ah, da guck mal, der steht direkt vor dem LKW. Praktisch ist das denn. Wollen wir den tasern? Ah, shit. Okay, nochmal nachladen. Oh, nice. Nice job. Runter auf den Boden. Bleib am Boden. Bleib da liegen. Bleib da bloß liegen, runter mit dir, nicht! Alter, ich glaube, der braucht eine Shotgun. Easy, ganz ruhig, nicht schießen. Ja, sehr gut, puh. Guter Call, Mann. Runter mit dir auf den Boden. Leute, das ist ja unglaublich, dass ich das noch miterleben darf. Ich habe einen Typen mit einer Sniper auf der Autobahn nicht erschossen und ich kann ihn festnehmen. Normalerweise bricht die immer um. Perfekter Einsatz zwischen Taser und natürlich meinem heroischen Verhalten, was ich bei der Polizei LSPD VA gelernt habe. Der tägliche Einsatz macht sich bezahlt, Leute. Wenn ihr es genauso seht, gebt mir ein Like. Hashtag rotes Licht. Das kommt immer noch vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Fahrzeug das verursacht, aber irgendeins der ELS-Lichter bei den Kopffahrzeugen spackt ein bisschen rum. Hashtag rotes Licht. Wenn das Hashtag von euch 200 Likes bekommt, werde ich euch in der nächsten Folge grüßen. Also liked euch die Finger und... So. Ja, chillt mal.
Also hier ist der, ja komm, du bist doch der einsame Typ, oder? Hier, seid ihr es nicht? Kollegen, wollt ihr den nicht mitnehmen? Habt ihr nicht Bock, den einzusammeln? Hallo? Ah, du bist es, Hans, alles klar. Nee, okay, nee, dann fahren wir weiter. Willst du deine Frau? Was soll deine Freundin? Ah, ist doch egal. Ich sag nichts, Mann. Weiß Bescheid, koste ich einen Donut. Tschö. Alles klar, der Hans wieder. Der geht nämlich fremd und so. Aber ich glaube, das sollte ich in der Folge nicht sagen. Wenn seine Frau diese Folge sieht, ey, Skandal. Ah, guck mal, da sind die anderen Kollegen, die ihn abholen. Super. Parken mitten auf der Straße und verursachen einen Auffahrunfall. Perfekt. Willkommen, Los Santos Police Department. Na gut, ist eine Frau. Ja, war jetzt mal nichts dazu sagen. So, wir fahren weiter in den Sonnenuntergang hinein. Wie schön ist das denn mal wieder hier? Optisch mal wieder echt genial hier. Das Grafik, oder? Ich finde diese Mischung aus Redux, EMB Shader und Reshade und Visual UV mit ein paar anderen Sachen ist ganz gut gelungen. Das Einzige, was ich noch fixen muss, ist eben diese Lichter von dem Fahrzeug. Denkt an das Hashtag, Leute. Bei 200 Likes werde ich euch grüßen. Also nicht von der Folge hier, sondern von eurem Kommentar mit dem Hashtag. Und bin mal sehr gespannt. Es gibt noch einige Sachen zu tun. Die finde ich auch sehr cool übrigens, wie ihr interagiert immer mit diesen Hashtag-Kommentaren. Macht mir mega Spaß, es durchzulesen und zu gucken, wer die meisten hat. Und wir fahren hier mal wieder ein bisschen nach Little Seoul runter, Rockford Hills. Hinter mir sind auch die Kollegen anscheinend. Wohin fahren die? Ach, guck mal, der Licht ist kaputt, seht ihr es? Da war was nicht in Ordnung. Ich glaube, es war Police 2. Schöne, schöne Sonne. Citizens report. Vehicles racing on Alter Street. Vehicles Racing mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht schon wieder Bock hier so ein paar Autos zu verfolgen. Da drüben sieht es sehr suspekt aus, ne? Ah, ich kenne mich doch irgendwo. Bist du nicht dieser Tuning-Fuzzi? Ich lasse dich heute nochmal gehen. Ich bin undercover. Heute machen wir keinen Stress. Ja, ein bisschen Blut hier vorne beim Auto. So, da fahren wir hin. Leute, wir haben wieder jemanden, der illegal Radiosendungen abspielt. Wahrscheinlich irgendwelche illegale Musik wie Drum Bass oder so, so Jungle. Geht natürlich gar nicht klar. Da müssen wir angreifen. Code 2 das Ganze, das bedeutet ohne Sirene. Ich finde es auch super cool, wie es gerade dunkel wird. Dieser Sonnenuntergang ist einfach traumhaft gerade in GTA. Sieht wirklich schön aus. Kann man nur genießen. Kann man einfach mal mitten auf der Kreuzung aussteigen und den Sonnenuntergang angucken. Ui. Und wieder einsteigen und weiterfahren. Die Reflexionen auf dem Auto sind auch ace. Target last reported in a De Classe van on Boulevard Del Perro. So, wir suchen am Del Perro Boulevard einen Van. Ich glaube sogar, dass die bei diesen Callouts immer eine Antenne auf dem Dach haben. Oder zumindest sowas wie eine Radio... Ja, eine Antenne. Ah, ich glaube, hier fahren wir rein. Ich glaube, jetzt sieht man auch ganz schön... Ups, sorry, die Reflexionen hier an den Wänden von den Lichtern. Genau. Weil da habe ich auch ein bisschen rumgepimpt. Das da vorne ist wohl kein... Ah, sondern eine geile Karre, die hier fährt. Guck mal, ist sogar schon ein bisschen kaputt. Warum ist denn sie nicht kaputt? Müsste ich eigentlich anhalten. Aber ich habe gerade einen anderen Callout. Finde ich richtig cool. Also mir gefällt es sehr gut, wie die Fahrzeuge Lichter hier reflektieren an den Wänden. Ist der in dem Parkhaus hier drin, sag mal? Sendet der aus dem Parkhaus raus? Wir werden hier mal ein bisschen rumgucken. Ah, hier vor der Tür. Das ist das Parkhaus von dem Hotel hier. Wir fahren in den ersten Stock hoch. Ich sehe hier aber erstmal nichts. Ich glaube sogar, dass das Fahrzeug irgendwo hier im Parkhaus festhängt. Weil die AI ja nicht gerade die besten Fahrkünste hat. Kann mich aber auch täuschen, dann steht er ganz unten vorm Parkhaus und ich fahre jetzt umsonst hier hoch. Aber wir sind Polizisten, wir müssen hier alles überprüfen. Es klingt aber so, als würde irgendwo ein Auto gegen die Wand fahren, deswegen bin ich guter Dinge. Ah, guck mal hier oben. Ja, ja gut. Guten Tag. Ja, da haben sie sich aber gut eingepackt hier, die Dame. So. Hallo. Entschuldigen Sie, Ihnen ist bewusst, dass Sie hier die ganze Zeit... Nee, ne? Sie kommen so nicht ganz klar hier mit der Situation. Ich glaube, Sie sollten mal aussteigen. So, die Dame, passen Sie mal auf. Also, uns wurde mitgeteilt, dass hier ein Radiosender illegal on air gegangen ist und irgendwas gesendet wurde, was so nicht erlaubt ist. Jetzt sehe ich Sie hier, wie Sie total banal gegen diese den Bauschutt und das Zeug hier fahren. Und auch anscheinend ein bisschen so, ja, hippie-mäßig aussehen. Jetzt würde ich sie gerne mal auf Alkohol und Drogen überprüfen.
Wenn das genehm ist, jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ging das denn nochmal? Okay, hier machen wir mal kurz einen Atemtest. Sie haben kein Alkohol im Blut, was schon mal sehr gut für Sie ist. Jetzt würde ich gerne nochmal prüfen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Ich glaube, Drogen konnte ich auch noch prüfen. Schauen Sie mal bitte her hier. Ist auch nochmal Breathalyzer, ist ja egal. Doppelgenet hält besser, nicht, dass ich irgendwas falsch mache, Sie wissen ja. So, und hier Drug Results. Auch nochmal hier tief einatmen und ausatmen. Und Sie haben Cannabis zu sich genommen. Gut, junge Dame, Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Wegen des Sendens einer illegalen Radiostation oder wegen des Betriebs einer illegalen Radiostation aus einem Auto. So, meine Kollegen kommen vorbei und werden Sie abholen. Und Ihr Fahrzeug wird auch abgeschleppt. Ich werde Sie mal hier oben lassen. Ich bin Undercover-Polizist. Ich habe leider keine Zeit. Ich wünsche Ihnen dir noch einen schönen Tag und bitte unterlassen Sie es das mit dem Kiffen. Ne? Schauen Sie mich nicht so an. Kann ich nichts dafür. Ne? Sie sind hier die Schuldige. Ich muss Ihnen ganz kurz ein bisschen in die Augen leuchten. Ah, Sie schauen so ein bisschen angestrengt aus, ne? Aber gucken Sie mal, Sie haben so schöne bunte Farben im Gesicht. Gibt bestimmt ein schönes Foto dann, wenn Sie später im Knast sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich muss dann lieber weiter. Ja, diese Dame. Also ganz ehrlich, bekifft hier oben auf dem Parkhaus. Ach, wisst ihr was? Es schreit ja fast danach, als muss ich hier runterspringen, Leute. Stuntshow in 3, 2, 1. Sorry, aber ich muss. Yay! Oh no, oh no, oh, oh, oh doch, oh no, au! Ja, hier drauf zu landen war jetzt nicht so der Plan. Hätte ich vielleicht vorher mal runtergucken sollen, wo ich da bin, aber wir haben ja Mr. Magic. Können wir uns ein bisschen porten. Und hier machen wir die Lichter aus, weil wir sind ja undercover, sonst erkennt man uns ja gleich wieder. So. Weiter geht's. Citizens report a suspect resisting arrest on West Eclipse Boulevard. Okay, wir haben wieder ein Fahrzeug mit einem bewaffneten Fahrer. Okay, da vorne sehen wir schon, da brauchen wir gar nicht auf die Karte gucken. Wir müssen aufpassen, weil er nämlich gefährlich ist. Wir werden gleich zur Unterstützung, wenn wir vor Ort sind. Wir sind schon vor Ort, wir sind im Radio, sehr gut. News holen, und zwar zweimal SWAT und einmal Air Support. Und werden mal gucken, inwieweit meine Kollegen hier, wir machen mal slightly aggressive, diesen Einsatz mit mir unterstützen. Wie gesagt, ich bin ja nur undercover unterwegs. Ich werde erstmal das Ganze... Ja, danke schön. Von hinten fallen sie mir erstmal ins Heck. Überragend. Danke, Jungs. Weiter so. Und diese Fahrzeuge sollte ich vielleicht auch mal fixen. Die haben alle so ein bisschen Leuchtenprobleme, wie ihr seht. Werde ich aber bis morgen in den Griff bekommen haben. Ich werde die Fahrzeuge wahrscheinlich einmal wieder ersetzen. Oder natürlich mal wieder deutsche Fahrzeuge installieren. Haben sich ja auch viele gewünscht. Wenn ihr darauf Bock habt... Oh, shit, Leute. Hashtag Deutsch. Einfach nur Hashtag Deutsch in die Kommentare schreiben. Und diesmal machen wir was ganz Besonderes. Das wäre eine coole Idee. Wenn wir 300 Likes auf diesen Kommentar bekommen, gibt es in der nächsten Folge, sobald diese 300 erreicht sind, deutsche Fahrzeuge wieder hier zu sehen. Also zwei Hashtags heute. Einmal das erste, was ich gesagt habe, was ich schon wieder vergessen habe. Und das zweite ist deutsch. Ja, super, hier ist SWAT. Guten Job, ey. Ich finde es auch geil, dass die einfach immer stehen bleiben. Und es wird auch schon geschossen. Guck mal, jetzt sind sie hinter uns. Die steigen einfach aus und steigen die wieder ein. Und schon habe ich das Fahrzeug verloren. Ich bin nämlich falsch abgewogen. Das war kacke. Aber wir haben zum Glück den Helikopter, ohne Scheiß. Manchmal ohne den Helikopter würde man bei so einer Verfolgungsjagd das Fahrzeug so schnell verlieren. So, jetzt hoffe ich nur, dass mir keiner entgegenkommt hier. Diese SWAT-Fahrzeuge sind einfach manchmal nur noch Kacke. So, wir brauchen wieder Unterstützung. Nehmen wir mal hier, State Patrol. Vier Stück. Cooler Drift, Ralf, cooler Drift. Oh shit, oh, meine Lampen sind weg, alles klar. So, da vorne scheinen die Kollegen zu sein. Okay, es gibt schon hier eine Art... Okay, ich schau mal, ob ich den Pit-Manöver sagen kann. Pass mal auf, Request Pit, ja. Und jetzt müssten die eigentlich den Pitten da vorne. Ich bin mir nicht sicher, ob das Motorrad gerade versucht. Habt ihr es gesehen? Holy shit, die haben wirklich Pit... Oh Gott, das Motorrad auch. Pit-Manöver war zur rechten Zeit am rechten Ort. Okay, holt ihn euch raus, holt ihn raus, Leute, holt ihn raus. Oh shit, oh, wie gefährlich, alles klar, da raus hier. Der fährt weiter, Leute, der steigt nicht aus. Komm, hier, ich bram ihn mal kurz, nein, jetzt habe ich meinen Kollegen gerammt. Nochmal Pit mal über, Leute, ich requeste nochmal Pit hier. Fahrt mal in den Reihen, ins Heck oder so. Achtung. Oh shit, der ist schon ausgestiegen, I'm so sorry. Habt ihr ihn? Ja, wir haben ihn, alles klar. Alles klar, Leute. Wir haben ihn. Warum steht denn der noch rum? Macht ihn keine festnehmen? Ja, dann übernehme ich das mal. Runter auf den Boden, bitte. Ganz ruhig. Chill, mein Freund. Runter mit dir auf den Boden. Das war unser letzter Einsatz für heute.
Ich bedanke mich fürs Zugucken. Der Typ hat sich erstmal in die Erde gelegt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, teilt und einen Kommentar da lasst, wie es euch gefallen hat, und wünsche Anregungen wie immer in die Kommentarfunktion. Haut mal rein. Ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen.